Okay, ich baue wieder mal ein Stand-Up-Paddling-Board aus so einem Steinodul. Das ist ein grünes Stück Board, das was kein Wasser aufnimmt. Normale Leute bicken sich das auf einer Keller. Auf einer Keller-Außenseite. Ja, da muss ich jetzt baut Boote damit. Yeah, Boote. Ich habe schon mal ein Stand-Up-Paddling-Board gebaut aus dem. Und das ist voll scheiße gewesen. Und jetzt werde ich es einfach nicht so hoch bauen, sondern einfach einzeln nehmen. Aber dafür einfach breiter. Und ja, schauen wir mal, ob das so viel besser ist. Aber ich glaube schon. Und ich glaube, das wird cool. Yes, und alles zersägt. Und wieder zusammengebaut. Ja, das schaut jetzt nur ein bisschen ziemlich bergig aus. Aber das würde ich jetzt zusammenstecken. Und zwar werde ich da Löcher reinbohren. Da und da Löcher reinbohren und dann werde ich einfach so einen Stick reinstecken und vielleicht mit Lehm verkleben, weil ich weiß noch nicht, was am gescheitern ist. Da muss man aufpassen, dass der Lehm oder so das Styropor nicht frisst. Der Kleber oder was man dann nimmt. Yes! Jawohl, so schaut das jetzt aus. Also die Styroporteile habe ich dann wieder zusammengeklebt, mit dem Loch reingebohrt und dann so ein Holzsteckel reingesteckt und dann mit Isolierschaum, also mit so Fensterschaum zusammenpickt, PU-Schaum zusammenpickt. Dann habe ich da so eine Leinen drüber gelegt, so eine Leinen, und dann das Leinen angeleimt. Mit so einem wasserfesten Holzleim. Genau. Das muss ich sagen, hält schon ganz schön gut. Das ist jetzt schon richtig. Hört man das? Schon richtig stabil. Das ist nicht mehr so wie das Styropor. Das da herumen habe ich dann auch angeleimt, die erste Schicht. Da ist nur weiß. Und dann überpinselt mit einer Farbe. Mit einer Grundierungsfarbe. Das ist jetzt noch immer nicht trocken. Aber jetzt wird es schon langsam wird es trocken. Jawohl! Ganz, ganz essentiell ist, dass 80 in der Breite hat. 80 breit. Und lang ist, die Länge ist, glaube ich, über 2 Meter sogar. 2 Meter, also von ganz unten bis daher. Ich glaube 2,30 Meter. Ist da, ja! Das wird schon so gut werden. Ich glaube, dass da sogar 2 Leute umstehen können. Ich bin schon einmal gefahren, jetzt da damit. Hab schon einmal, also nur im Rohzustand, ohne dem Leinen, bin ich schon mal gefahren. Und es war super, ist super gegangen. Wahnsinn, ich habe ja, stabil bin ich umgestanden und hast fahren können damit. Yes, ich freue mich schon, wenn das endlich trocken ist, dann ist los!
Hey, oha, yes, warte mal. Quiz, Learned One. Das wäre das Ding warm, oder? Und dann nur eine Schicht Chlorlack drüber schmieren. Ja, ich hoffe, das hält. Aber ich glaube schon. Das ist cool, warte mal. Oh ja. Yeah. Oh, tak mich sehr, bist. Yes. Und jetzt wieder überpinseln und dann werde ich mit umeinander schwimmen. Dann verzieh einmal. Sind auf Paddling Board. Huddles. Das ist nur ein Prototyp. Es geht um die Extra. Ganz drauf, bin ich drauf. Yes! Yes! Es ist endlich fertig und es ist so schön geworden. Und ist sehr ganz leicht, oder? Ich habe es nicht so arg schwer. Nein, so geht es eigentlich voll. Hoffentlich schwingt. Oh, Alter, schaut das an! Hab ich. Aber muss ich, Entschuldigung, meine Fenster putzen. Ah, es geht super. Schau, ich kann sogar einfach woanders hinschauen. Oh, es geht so gut. Ja, super. Die Wasserlage ist schon ein bisschen wie eine Eisscholle, glaube ich. Weil es ist nicht so aerodynamisch oder aquadynamisch geformt ist. Aber so. Das ist das Beste, was ich jemals brauche, am Glück.
aufhören. Stand up! Pedaling! Da-da-da-da! Da-da-da-da! Mach's einmal, Fabian, mach's einmal! Okay. Yes! Oha, so gut! Ich hoffe, es bricht nicht, oder? Ich glaube, es kann nicht super leicht. Oha, so drauf stehst du schwerer. Da bin ich mir jetzt zu viel. Ich bin gespannt, wie das beim anderen wird. So ist besser, so ist besser. Warte, komm zu. Bin gut, Fabian! So ist besser, gell? Viel besser. Viel besser, ja. Thank you.
Okay, schon. So ist es nicht mehr.